Natürlich oder ist das sehr, sehr wichtig gewesen, keine Frage. Ich glaube auch, am Ende ist eine Bundesliga-Saison, ein Tabellenplatz auch dann tatsächlich immer die Wahrheit. So wird abgerechnet. Wir haben 34 Spieltage lang vieles gut gemacht, einiges schlecht gemacht. Am Ende sind wir die viertbeste Mannschaft geworden. Wir werden die Aufarbeitung der Saison machen. Das müssen wir. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Aber heute freue ich mich erstmal. Ich freue mich für die Fans, ich freue mich für den Trainer, für die Mannschaft. Die haben sich das alle verdient und von daher bin ich erstmal glücklich. Und wie gesagt, die Aufarbeitung von dem findet in den nächsten Wochen statt. Kann man trotz der fehlenden Aufarbeitung in den nächsten Wochen jetzt schon sagen, ob das im Ganzen eine gelungene Saison gewesen ist, dass man damit zufrieden sein kann, vielleicht aufgrund der Rückrunde vom Platz 7 nochmal den vierten Platz erreicht zu haben? Kommt darauf an, wie man was definiert. Manchen Leuten ist es wichtig, unbedingt das Derby zu gewinnen. Viele Leute wollen, dass wir unbedingt in der Champions League spielen. Also da hat jeder seine verschiedenen Kriterien. Ich glaube, dass das ein Auf und Ab gewesen ist mit einem guten Ausgang. Ich hätte mir auch gerne eine höhere Platzierung gewünscht. Aber wir sind jetzt Vierter und letztes Jahr sind wir Dritter geworden. Wenn wir die Qualifikation schaffen, dann hat Schalke das noch nie geschafft, zweimal miteinander in der Champions League zu spielen. Es war eine sehr intensive Saison. Ich glaube, viel intensiver als in der Saison davor. Und jetzt bin ich erstmal froh, dass es vorbei ist und dass wir alle ein bisschen Zeit haben, vielleicht zur Ruhe zu kommen. Jetzt sind wir heute von 10 Grad in Gelsenkirchen bei, ich sag mal, 22 Grad Sonnenschein hier in Freiburg angekommen. Das alleine hat schon zum Schwitzen gebracht. Wie sehr war es denn für Sie in der zweiten Halbzeit? Ach, ich habe eigentlich heute ein gutes Gefühl gehabt. Ich war optimistisch, dass wir heute die Situation annehmen und weil die Mannschaft auch in der Rückrunde nie zwei schlechte Spiele hintereinander gemacht hat. Und das Spiel gegen Stuttgart war sehr, sehr schlecht. Da haben wir alles vermissen lassen, was uns auszeichnet und was wichtig gewesen wäre. Aber sie hat heute alles das gezeigt, was man hier liefern muss. Sie hat gefightet, sie war konzentriert, sie war eiskalt vom Tor. Ich glaube, dass wir die klaren Chancen gehabt haben. Ich glaube, dass wir vielleicht auch noch ein oder zwei Tore hätten mehr machen müssen. Aber sie hat heute das erfüllt, was man erfüllen muss. Und deswegen war ich manchmal nicht ganz zufrieden in dem Spiel. Natürlich geht dann auch mal der Puls nach oben in der einen oder anderen Situation. Und trotz alledem war ich gelassener als wie vielleicht woanders.